So, grüß Gott und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In dem heutigen Video wollen wir uns beschäftigen mit der Elektrik hier im Innenraum. Ich weiß, das sieht jetzt alles ein bisschen wild aus. Das sieht aber wirklich schlimmer aus, als es ist. Wir wollten uns heute ganz speziell mit dem Innentemperaturfühler beim 107er beschäftigen. Und dann möchte ich nur kurz auf die Mittelkonsole-Beleuchtung beim 107er eingehen. Und dann würde ich sagen, man startet direkt nach dem Intro. So, hier im ausgebauten Zustand vom Armaturenbrett sieht man natürlich überall schön hin. Wenn das Armaturenbrett nur drin ist, kommt ihr an diesen Innenraumtemperaturfühler, der sich mittig in dieser Kunststoffabdeckung hinter diesem Gitter dort befindet. Da wird er von unten eingesteckt, wenn das Armaturenbrett drin verbaut ist. Da kommt er entweder hin über die drei Luftdüse, über die mittlere kommt er recht gut hin, oder wenn ihr das Handschuhfach, die Einlage vom Handschuhfach ausbaut, könnt ihr dann von rechts unten quasi zur Mitte hin auch an diesen Temperaturfühler hinkommen. Jetzt bei mir ist alles ausgebaut, das ist jetzt natürlich Luxus, da komme ich jetzt schön hin. Und hier haben wir auch dann schon den Temperaturfühler oder das, was von dem Temperaturfühler übrig ist. Ich habe hier oben eine angelötete Platine und hier oben drauf müsste normalerweise dieser NTC sein. Ein Heißleiterwiderstand, ein sogenannter Negative Temperature Koeffizient, der dann den Strom besonders in warmer Umgebung relativ gut leitet. So, und wie gesagt, hier oben müsste dann dieser Wärmewiderstand sein. Der fällt hier bei mir schon, irgendjemand hat das mal abzwickt oder keine Ahnung, ist der zerbröselt worden. Wie auch immer, er ist jetzt hier nicht mehr drauf und jetzt kann man sich im Prinzip einfach über diese Online-Elektronik-Händler, die es da so gibt, an NTC bestelle. Ihr braucht einen NTC mit 10 Kiloohm. Der ist hier passend für die Regelung der Temperatur im Innenraum. Und den löte ich jetzt einfach hier oben drauf. Und dann müsste mein Temperaturfühler wieder funktionieren. So, mein 10 Kilo Ohm NTC habe ich jetzt hier auf die Platine drauf gelötet. Jetzt schaue ich, weil der relativ lange Beinle hat hier, ob er noch auf diese Steckhülse drauf passt, hier auf die Kunststoffhülse. Die kommt ja dann von oben wieder drauf und dann wird er von unten gegen das Armaturenbrett dann so drauf gesteckt, damit er die Temperatur im Innenraum dann auch messen kann. So, und so sieht das Ganze aus, wenn die Steckhülse draufsteckt auf diesen Fühler hier mit dieser Abzweigung hier zu diesem Schlauch hier, der wiederum zum Wärmetauscher führt. Die Verbindung gerade zwischen den zwei Schläuchen ist auch oft eine Fehlerquelle, weil werkseitig dieser Schlauch mit einem Verbindungsstück aus Moosgummi ausgeliefert wird und im Laufe der Zeit sich dieser Schlauch einfach hinterm Armaturenbrett auflöst und dann die Verbindung nicht mehr existiert. Also kann die Luft nicht angezogen werden über diesen NTC zum Wärmetauscher hin und die richtige Temperatureinstellung im Innenraum kann so nicht mehr funktionieren. Wenn der Schlauch bei euch auffällt, dann könnt ihr einfach eine Schlauchleitung, eine Wasserleitung, irgendeinen Gummischlauch, x-beliebig, was ihr findet, hier dazwischen klemmen, damit die beiden Enden wieder miteinander verbunden sind und dann funktioniert das im Normalfall auch wieder. So, ich habe den Temperaturfühler jetzt mal an einen Multimeter angeschlossen hier. Wir haben jetzt so circa 16, 17 Grad in der Garage. Habe mein Multimeter auf 20 Kiloohm eingestellt. Jetzt sehe ich hier den Widerstand, der angezeigt wird. Und um zu testen, ob dieser NTC bzw. dieser ganze Temperaturfühler richtig arbeitet, ob der überhaupt einen Zucker macht, tue ich jetzt mal die Umgebungstemperatur etwas erwärmen mit einem ganz normalen Föhn.
Zellschau, wie der Widerstand geringer wird. Jetzt wird jetzt wärmer quasi simuliert im Innenraum. Und sobald ich den Föhn wieder abschalte, steckt der Widerstand wieder. Und so wurde auch das Signal weitergegeben. Durch diese Verbindung hier am Wärmetauscher wird etwas Luft vom Innenraum über diesen NTC angezogen. Der gibt das Signal dann weiter an das Steuergerät und die richtige Temperatur im Innenraum kann somit eingestellt werden. So, gehen wir noch geschwind auf die Innenraumbeleuchtung ein. Gerade die Beleuchtung hier an der Mittelkonsole sieht man jetzt überall recht schön hin, weil die Mittelkonsole und das Armaturenbrett ausgebaut ist. So sieht man jetzt ganz genau, wo die einzelne Lampe, die einzelne Birne sich befinden. Auf dem Kanal gab es auch schon mal ein Video zum Lampewechsel, gerade hier am Kombi-Instrument der Klimaautomatik hier in der Mitte. Hier habe ich die Beleuchtung jetzt, die sind alle hier in Reihe geschaltet. Und hier habe ich meine vier Stück für die Beleuchtung von dem Bedienteil der Klimaautomatik. Und jetzt habe ich hier noch eine mit dem längeren Kabel, die hier unten ein bisschen wegsteht. Und die ist für die sogenannte Spinne. Jetzt hat Mercedes nicht für jeden einzelnen Schalter, nicht für jedes einzelne Bedienteil ein separater Schalter mit einer Lampe drin gemacht, sondern es gibt hier die sogenannte Spinne, die ist hier angeordnet und von dieser Spinne weg gehen Lichtwelleleiter zu zwei Knöpfe, die hier oben angeordnet sind. Wir haben hier im Normalfall entweder zwei oder drei Knöpfe, zum einen für die Heckscheibeheizung, was eine separate Lampe beherbergt in diesem Schalter drin. Das haben wir in diesem Video gemacht, da blende ich euch die Infokarte ein. Jetzt habe ich aber rechts von diesem Schalter nochmal zwei Schalter. Einmal, um die Innenraumbeleuchtung separat unabhängig von der Tür ein- und auszuschalten. Und noch für die Automatikantenne ein weiterer Schalter. Und diese Schalter werden mit Lichtwellenleiter, die von der Spinne hinterm Armaturenbrett zu den Schalter hier hochgehen, hier haben wir so einen, dann das Licht weitergleitet. Und wenn ich jetzt gerade diese Lampe hier mal in die Spinne einsetze, die drückt man dann von vorne hier so rein, dann kann ich jetzt, nehme ich mal einen beliebigen Schalter hier, wo dieser Lichtwellenleiter oder diese Lichtwellenleiter hingehen. Und sehe dann hier, dass hier das Licht wieder rauskommt und den Schalter dann quasi mit diesem Lichtwellenleiter beleuchtet wird, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. So, ich habe jetzt mal das Licht in der Garage ausgeschaltet, damit man das auch vernünftig sieht. Ich habe hier die Lampe, wo jetzt mein Finger hin zeigt, ist die Lampe, die die Spinne quasi beleuchtet. Und hier habe ich jetzt so ein Lichtwelleleiter und jetzt sieht man schon den leuchtenden Punkt hier. Jeweils zwei Lichtwelleleiter gehen zu einem Schalter hin und der beleuchtet dann den Schalter oben, entweder den von der Innenraumbeleuchtung oder den Schalter von der elektrischen Antenne. Wie gesagt, der Schalter für die Heckscheibeheizung vom Coupé-Dach hat eine separate Lampe im Schalter selber drin. Wie man die wechselt, wie gesagt, ist in dem anderen Video beinhaltet, wo ich euch die Infokarte schon eingeblendet habe. So, zusätzliche Beleuchtung noch hier gerade in der Mittelkonsole habe ich an meiner Schaltkulisse noch. Hier die jeweilige Stufen des Automatikgetriebes sind auch beleuchtet, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, und die Beleuchtung finde ich hier vorne. Da führt hier so ein Kabel bis hier vorne hin und wenn ich hier dieses Kabel nach unten wegziehe, dann habe ich hier vorne auch die gleiche T5-Birne, die sich überall in der Fahrzeugbeleuchtung wiederfindet, hier zur Beleuchtung der Schaltkulisse.